Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freizeitpark TV, das Quiz. Ja, und passend zur Jahreszeit habe ich mir für diese Ausgabe dann wieder ein spezielles Motto überlegt, denn die heutigen Fragen drehen sich allesamt rund um das Thema Weihnachten. Also heißt das für euch, holt den Glühwein und die Plätzchen raus und dann kann es auch direkt losgehen. Eine der bekanntesten Wintereröffnungen in deutschen Freizeitparks ist mit Sicherheit der Winterzauber im Europapark. Dieses alljährlich stattfindende Event lädt schon seit vielen Jahren die Gäste in den Park ein und gehört damit zu den Vorreitern dieser Art in den deutschen Freizeitparks. Aber jetzt zur Frage, seit wann gibt es dieses Event eigentlich? Ist es A seit der Saison 1998-99, B 2001-2002, C 2003-2004 oder vielleicht erst D 2005-2006. Ebenfalls ziemlich bekannt dürfte euch allen der Wintertraum im Phantasialand sein. Auch der begeistert schon seit vielen Jahren mit typisch weihnachtlicher Atmosphäre die Besucher. Zusätzlich gibt es aber auch noch spezielle Attraktionen während der kalten Jahreszeit, wie zum Beispiel die große Eislauffläche. Die befindet sich ja aktuell auf dem Kaiserplatz. Aber nun zur Frage, wo war die Bahn denn vorher zu finden im Park? War es A in der Nähe vom Temple of the Nighthawk, B in der Westernstadt, C am Haupteingang oder D in Chinatown? Neben den diversen Winteröffnungen und speziellen Events gibt es aber einen Park, der dem Thema Weihnachten nicht nur einen kompletten Themenbereich gewidmet hat, sondern darin sogar seinen Ursprung hat. Die Rede ist dabei von der Holiday World in den USA. Also falls ihr auch mal Bock habt, im Sommer das Thema Weihnachten ein bisschen zu erleben, seid ihr da genau richtig. Aber jetzt zur Frage. In welche Stadt bzw. in die Nähe welcher Stadt müsst ihr denn dafür dann reisen? Ist es A, und das muss ich jetzt kurz ablesen, A, Rudolph, Wisconsin, B, Snowflake, Arizona, C, Christmas, Florida oder D, Santa Claus, Indiana? Und ja, die Städte gibt es alle. Aus der Vorweihnachtszeit natürlich nicht wegzudenken sind die diversen Weihnachtsmärkte. Neben Plätzchen, Glühwein und Co. bieten diese aber in den letzten Jahren auch verstärkt Vergnügungsbereiche mit ganzen Kirmesattraktionen an. Und eines der bekanntesten Events dieser Art ist mit Sicherheit das Winter Wonderland in London. Wer da mal Bock hat hinzufahren, sollte das auf jeden Fall tun. Ich habe das auch schon seit langem auf meiner To-Do-Liste, habe es aber dieses Jahr leider wieder nicht geschafft. Aber zur Frage, in welchen bekannten Stadtpark Londons müsst ihr denn dafür eigentlich reisen? Ist es A, der Hyde Park, B, St. James Park, C, Victoria Park oder D, Richmond Park? Zum Abschluss wird es dann nochmal musikalisch. In welchem Park kann man diese dann aus Copyright-Gründen wieder mal rückwärts abgespielte Musik, die ihr jetzt im Hintergrund hört, dann während der Winter- bzw. Weihnachtszeit hören? Ist es A, im Europapark, B im Efteling, C im Phantasialand oder vielleicht D im Disneyland? Ihr wisst, super, dann schreibt's gerne unten in die Kommentare, aber natürlich nicht einfach nur die jeweiligen Antworten so aufschreiben, sondern es ist immer bei den jeweiligen Antwortmöglichkeiten auch ein Buchstabe dabei. Und ich muss das an dieser Stelle nochmal erklären, weil es da so leichte Unstimmigkeiten beim letzten Video gab. Nein, ich meine nicht A, B, C, D, sondern hinter den Antwortmöglichkeiten gibt es auch nochmal Buchstaben, die stehen in Klammern dahinter. Und genau aus diesen Buchstaben, die dann halt bei der richtigen Antwort dabei stehen, ergibt sich ein Lösungswort. Und das dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und für die Leute, die die Antworten jetzt nicht wissen, ihr könnt euch auch gerne nochmal überprüfen, denn unten in der Videobeschreibung stehen auch die jeweilig richtigen Lösungen drin. Ja, und das soll es dann an der Stelle gewesen sein. Und nein, eine Sache noch, es gibt wieder mal, wie immer, nichts zu gewinnen bei diesem Quiz. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ja, wo wir schon beim Thema Spaß sind, komme ich dann auch zu meinem Standardtext. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. Ho, ho, ho!